Da sind wir wieder. Nachtzug nach Hamburg mit Reiko Schmidt. 76. Ausgabe. Ein herrlicher Tag geht zu Ende. Ja, muss man mal sagen, es war Regen vorausgesagt in Hamburg. Aber Gott sei Dank hat das Wetter nicht mitgespielt und hat nicht das gemacht, was der Wetterbericht vorausgesagt hat. Das ist mir dieses Jahr schon ein paar Mal aufgefallen, dass irgendwie der Wetterbericht nicht so ganz funktioniert. Und man ist natürlich weniger böse drum, wenn es in diese Richtung läuft, als wenn es anders wäre, als wenn Sonne angekündigt wäre und man dann im Regen hockt. Ganz Hamburg war auf den Beinen, am Hafen unten ging gar nichts mehr. Wir sind da dran vorbeigefahren und hatten da echt zu tun, denn die Busse, die bleiben ja, wenn der Busparkplatz voll ist vor den Landungsbrücken, stellen die sich ja einfach auf die Straße und bleiben stehen und dann steigen die meist älteren Leute, die halt so typischerweise eine Busfahrt machen, aus. Und dann wartest du und wartest und denkst, ach Mann, 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 das kann doch wohl nicht wahr sein, man will weiter. Aber wir haben es dann noch geschafft, waren mit Freunden an der Elbe, waren da spazieren, lagen ein bisschen in der Sonne. Ja, und nun geht das Wochenende so ziemlich zu Ende, aber morgen ist ja Feiertag. Und das führt dann dazu, dass man etwas ganz Untypisches macht. Sonntags um diese Zeit ist man meistens schon im Bett. Oder ist noch auf der Reise, auf der Nachtreise im Nachtzug nach Hamburg. Aber heute ist es ja anders und so kommt man mal dazu, ein paar Radiosendungen zu hören, die so typischerweise scheinbar immer sonntags kommen, weil ich habe sie sonst noch nie gehört. Unter anderem eine Single-Sendung. Ihr wisst ja, vielleicht wisst ihr es auch nicht, Hamburg ist die Single-Hauptstadt Deutschlands. Das ist jetzt nicht so ein schönes Etikett, aber da macht es schon mal Sinn, dass es eine Single-Börse im Radio gibt und die hören wir jetzt schon den Abend über. Gibt da ein paar lustige Anekdoten, auch so, was die Motivation so der Leute ist, möchte ich mal wissen, sich über das Radio einen Partner zu suchen. Aber gut, ist vielleicht ein Weg, der zum Erfolg führen könnte, wenn vielleicht auch nicht der allererfolgversprechendste. Ich glaube, der größte Erfolg ist für den Radiosender, der auf billige Art so mal eine Sendung produziert, weil ja die Zuschauer fast alles machen. Aber sei es drum, lustig, das mal zu erleben, sonntags mal so richtig zu genießen, den Abend, weil man am nächsten Morgen nicht hoch muss. Ja, das war's schon für heute. Ich hoffe, ihr schickt wieder zahlreich eure Kommentare an nachtzug@email.de oder vielleicht auch per Fax an den Nachtrufbeantworter 040 7402 16 10 71. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.